Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin auch wie Thomas Stöggel erstaunt, wie viele Teilnehmer hier sind und freue mich über das rege Interesse zu der ganzen Thematik. Ich möchte Ihnen, wie gesagt, heute so ein bisschen was über letztendlich die physiologischen Hintergründe des High-Intensity-Trainings, aber auch so ein bisschen noch des High-Volume-Trainings erzählen. Thomas Stöggel hat ja so ein bisschen mehr die historische Perspektive gewählt und die Systematik. Ich möchte, wie gesagt, so ein bisschen die beiden Trainingsformen eher von der physiologischen Seite ein bisschen mehr betrachten. Ich möchte dazu noch mal ganz kurz zurückkommen. Das klang schon so ein bisschen bei Thomas Stöggel an, dass in der Neuzeit jetzt in den letzten Jahren das High-Intensity-Training oder auch das Sprint-Interval-Training sehr stark in die Diskussion gekommen ist. Und meines Erachtens einer der Anfangsstudien, die das so ein bisschen angetriggert haben, diese Diskussion, war eine Studie von Gibala mit dem Titel Short-Term Sprint Interval versus Traditional Endurance Training, Similar Initial Adaptations in Human Skeletal Muscle and Exercise Performance. Was haben die in der Studie gemacht? Sie hatten zwei Gruppen, und zwar eine SIT-Gruppe, die haben also Sprint Interval Training gemacht in Form von einem Wingate-basierten Training, 4 bis 6 mal 30 Sekunden All-Out. Und die andere Gruppe war eine klassische Endurance Training Group. Die haben 90 bis 120 Minuten Continuous Training gemacht. Also moderat intensiv, aber lang anhaltend. Sie können hier unten ungefähr sehen, was sie für eine Total Exercise Time hatten. Also insgesamt inklusive Pausen hatte die eine Gruppe eine Gesamttrainingszeit von 135 Minuten über alle Trainingseinheiten. Und die andere Gruppe von 630 Minuten. Also ein erheblicher Unterschied in der Trainingszeit, die aufgewendet werden musste. Und was kam bei dem Ganzen raus? Es waren komplett konträre Trainingsinterventionen. Die SIT-Gruppe beanspruchte lediglich 20% der Trainingszeit der High-Volume-Trainingsgruppe und trotzdem sah man ähnliche Anpassungen in der aeroben Energiebereitstellung des Skelettmuskels. Ich möchte jetzt, bevor ich in die einzelnen Themen nochmal einsteige und speziell auf die beiden Trainingsformen HIIT-High-Volume nochmal eingehen, nochmal kurz beleuchten, welche physiologischen Einflussfaktoren wir eigentlich auf die Ausdauerleistungsfähigkeit haben und welche wir letztendlich trainieren können. Ich habe das versucht, mal hier in einem relativ einfachen Schema darzustellen. Das ist natürlich zum einen die pulmonale Diffusionskapazität, also was kann die Lunge letztendlich aufnehmen an Volumen, welche Diffusionsoberfläche hat sie. Zum anderen haben wir dann, da komme ich gleich im Rahmen vom HIIT-Training nochmal ganz speziell drauf zu sprechen, die kardialen Anpassungen, also sprich linksventrikuläre Wanddicke, also wie groß ist die Herzwanddicke und vielleicht ganz wichtig ist, wie groß ist die linksventrikuläre Kammergröße. Dann die myokardiale Kontraktilität, also wie gut ist der Herzmuskel kontrahierbar und die ventrikuläre Compliance. Compliance bedeutet letztendlich die Dehnbarkeit des Herzmuskels, also wie stark kann der Herzmuskel sich in der Füllungsphase dehnen. Je mehr er sich dehnen kann, umso mehr Blutvolumen kann er natürlich auch aufnehmen. Dann haben wir natürlich die skelettmuskulären Anpassungen, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Also das heißt Mitochondriengröße, Mitochondrienanzahl, oxidativer Enzymbesatz, das Faserspektrum und dementsprechend die Kapillarisierung. Und dann haben wir natürlich als letzten Punkt die Anpassungen des Blutes, also letztendlich die O2-Transportkapazität, Anzahl der Erythrozyten, Verformbarkeit der Erythrozyten. Das alles können wir letztendlich natürlich durch Ausdauertraining verbessern und verändern. Ich nehme das hier an dieser Stelle nochmal auf, um Sie noch ein bisschen abzuholen. Welche Trainingsformen können wir letztendlich im Ausdauertraining verwenden? Die Systematik, wie gesagt, hat Thomas Stöggel schon heute Morgen sehr schön eingeführt. Ich habe das jetzt hier nochmal so ein bisschen an einer schematischen Laktat-Leistungskurve aufgeführt. Das heißt, wir haben also eine High-Volume-Trainingszone, wo wir große Volumina niedrigintensiv trainieren. Sie sehen hier unten nochmal die verschiedenen Intensitätsangaben, entweder in Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme, in Prozent von in absoluten Laktatwerten oder in Prozent der maximalen Herzfrequenz. Die geht ungefähr bis Lactate Threshold 1. Im angloamerikanischen Raum würde man auch oft von diesem First Rise in dieser Kurve sprechen. Die geht dann bis hoch zum maximalen Laktat Steady State. Das wäre dann zwischen diesen beiden Werten, wäre dann die sogenannte Threshold Training Zone. Alles, was da drüber ist, bis quasi 90 bis 100% der maximalen Sauerstoffaufnahme oder auch der Herzfrequenz, hätten wir denn das High-Intensity-Training und alles, was dann mit All-Out-Bursts zu tun hat, wäre dann das sogenannte SIT-Training.
Jetzt möchte ich hier die beiden Trainingsformen noch mal kurz gegenüberstellen. Wie gesagt, wir haben auf der einen Seite, ich gehe jetzt speziell nur noch auf das High Volume und das High Intensity Training ein. Wir haben also hier auf der einen Seite das High Volume Training mit Intensitäten zwischen 50% und 70% der maximalen Sauerstoffaufnahme und einer Dauer von größer 60 Minuten, wie gesagt, bis hin zu im Radfahren langen Grundlageneinheiten, 4, 5, 6 Stunden, sicher keine Seltenheit. Und auf der anderen Seite haben wir eben das High-Intensity-Training oder sogar das Sprint-Interval-Training mit Intensitäten 90% bis 100% der VO2max bis hin im SIT eben zu All-Out-Protokollen und einer Dauer von 30 Sekunden bis 5-6 Minuten Intervalldauer. Jetzt im Folgenden, wie gesagt, möchte ich so ein bisschen mehr auf die physiologischen Hintergründe eingehen und Ihnen vielleicht auch ein bisschen mehr vermitteln, dass man nicht nur Training natürlich nach diesen klassischen Trainingsvariablen beschreiben kann, also sprich Volumen, Intensität und so weiter, sondern Ihnen vielleicht auch so ein bisschen ja, eine zelluläre Ansatzweise mitgeben, wie man über Training vielleicht auch anders nachdenken kann. Also in dem Sinne, welchen spezifischen Stimulus induziere ich eigentlich durch welche der verschiedenen Trainingsformen? Dafür müssen wir uns erstmal angucken, welche unterschiedlichen Stimuli kann eigentlich zum Beispiel auf Skelettmuskelebene oder auf Gewebsebene unterschieden werden. Und das sind letztendlich 4 Stück. Und zwar auf der einen Seite haben wir hier mechanische Kräfte. Sie haben also spezielle Sensoren, zum Beispiel unter anderem in der Skelettmuskulatur, die mechanischen Stress detektieren können. Also das heißt, wie groß ist die Spannung zum Beispiel in der Skelettmuskulatur. Dann haben wir natürlich durch jedes Training hormonelle Veränderungen. Ich zeige Ihnen nachher auch noch ein paar Ergebnisse, wie sich da die unterschiedlichen Trainingsformen in der Hormonantwort unterscheiden. Dann haben wir natürlich die neuronale Aktivierung, also sprich, wird der Skelettmuskel in einer High-Volume-Einheit, weiß ich nicht wie viel tausend Mal, niedrigintensiv kontrahiert oder wird er eben, wenn ich HIIT oder SIT trainiere, wird er eben hochintensiv über eine kurze Zeit letztendlich neuronal aktiviert. Und dann haben wir hier, Tom Stöckel hat es schon ein bisschen angesprochen, mit dem Paradigmenwechsel im Laktat. Das ist sicher ein Punkt, der zu diskutieren ist, sind die metabolischen Stressoren, die wir letztendlich durch HIIT induzieren. Ja, wir hatten es schon heute Morgen gehört über das Lakthormon. Also scheinbar hat das Laktat auch eine gewisse Signalwirkung. Und dann ist eben die Frage, nutzt man diese Signalwirkung eben letztendlich vielleicht auch durch ein HIIT-Training aus und sagt nicht, ich muss Laktat irgendwie vermeiden. Also das heißt, grundsätzlich metabolische Veränderungen durch Training. Diese ganzen Veränderungen, die sind natürlich nicht strikt zu trennen. Das heißt, jede dieser Stimuli tritt natürlich bei jedem Training auf. Aber ich glaube, wir können vielleicht so ein bisschen Schwerpunkte setzen und überlegen, welche der verschiedenen Stressoren induziere ich eigentlich hauptsächlich durch welche Art von Training. Und alle diese Stressoren münden letztendlich auf zellulärer Ebene in der Signaltransduktion. Das heißt also, wir haben spezielle Sensoren, die detektieren diese ganzen Veränderungen und letztendlich werden diese Sachen dann umgesetzt am Ende in einer Anpassung. Ja, das heißt also, wir haben eine höhere Quantität, zum Beispiel höhere Anzahl an Mitochondrien, wir haben eine veränderte Aktivität an Proteinen und so weiter. Das ist quasi jetzt so ein bisschen die Grundlage und ich möchte jetzt so ein bisschen, wie gesagt, Sie mitnehmen, dass Sie vielleicht im Sinne dieser Stressoren über Training nachdenken. Also welche Stressoren induziere ich durch HIIT, welche Stressoren induziere ich vielleicht durch High-Volume-Training. Ja? Als allererstes möchte ich kurz mit dem ersten Block anfangen. Ich hatte es gerade schon angesprochen, mechanischer Stress. Dazu zählen, wie gesagt, Spannung, Scherkräfte, Unterschiede in der Faserrekrutierung. Und die Frage ist, wie unterscheiden sich da die verschiedenen Trainingsformen? Und das Ganze ist natürlich eben beeinflussbar unter anderem durch die Trainingsintensität. Und zwar möchte ich das Ihnen hier an dem Beispiel des Herzens einmal klar machen. Und zwar ist das hier betitelt unter dem Begriff hämodynamischer Overload. Hämo von Blut, hämodynamisch, also das heißt, irgendwie scheint das Blut in diesem Zusammenhang eine Rolle zu spielen. Und was Sie hier sehen, ist dargestellt in Bezug auf das Herz. Sie haben hier einmal auf der linken Achse die Zelldimensionen, also die Größe der einzelnen Herzmuskelzellen von klein bis groß. Dann hier unten die maximale Sauerstoffaufnahme von niedrig bis hoch und hier oben die Kontraktilität der einzelnen Herzmuskelfasern von niedrig eben auch bis hoch. Und Sie sehen hier in der Mitte aufgezeichnet die Trainingsintensität.
Und was wir eben sehen, ist, dass sich hauptsächlich durch intensive Belastungen der Herzmuskel scheinbar anpasst. Wie ist das zu erklären? Sie müssen sich das letztendlich, wie gesagt, wie einen mechanischen Stressor vorstellen. Wenn Sie mit hohen Intensitäten trainieren, wird der Herzmuskel mit sehr viel Blut gefüllt. Er muss viel Blutvolumen pumpen. In der Füllungsphase wird er extrem gefüllt. Das heißt, er wird auch in gewisser Weise gedehnt. Und gerade dieser mechanische Stress führt letztendlich zur Anpassung des Schlagvolumens. Das heißt, Sie bekommen eine vergrößerte linksventrikuläre Kammer. Diese Anpassung sehen Sie eben hauptsächlich, wenn Sie mit hohen Intensitäten trainieren, also mit hohen Schlagvolumina arbeiten müssen, weniger im High-Volume-Bereich. Und was man sieht, ist, dass scheinbar diese Anpassungen der Herzkammer sich letztendlich auch auf die V2 Max niederschlagen, dass scheinbar das auch der Haupteinflussfaktor auf die maximale Sauerstoffaufnahme ist. Sie sehen hier eine Studie von Helgerud aus dem Jahr 2007. Wir haben hier verschiedene Gruppen, Long-Slow-Distance-Training, also High-Volume, wenn Sie so wollen. Dann haben wir hier eine Gruppe, die an der Lactate-Threshold trainiert haben. Dann zwei verschiedene Intervallgruppen, 15-15 Intervalle oder dieses klassische 4x4-Minuten-Protokoll. Und untersucht wurde unter anderem die maximale Sauerstoffaufnahme und eben das Schlagvolumen des Herzens. Und was wir sehen ist, dass hauptsächlich eben durch die beiden Intervallformen sowohl die maximale Sauerstoffaufnahme, ganz im speziellen Fall das Schlagvolumen des Herzens gestiegen ist. Also sprich, dieser hämodynamische Overload scheinbar sowohl das Schlagvolumen, aber damit einhergehend eben auch die V2 Max verbessert hat. Dann möchte ich als nächstes kurz, weil es, glaube ich, beim HIIT-Training eine ganz wichtige Rolle spielt, auf den metabolischen Stress eingehen. Ich habe Ihnen hier nochmal jetzt verschiedene metabolische Stressoren aufgeführt. Ich hatte vorhin schon kurz das Laktat erwähnt. Es gibt noch viele andere. Sie sehen hier, Sauerstoffmangel spielt natürlich eine gewisse Rolle. In der Zelle selber wird hauptsächlich metabolischer Stress eigentlich in Form eines ATP-AMP-Verhältnisses detektiert. Das heißt also, wenn Sie ATP spalten, um eine Muskelkontraktion auszulösen, müssen Sie ATP spalten. Das heißt, erst entsteht ADP und dann im letzten Schritt AMP. So, das heißt, wenn Sie viel Energie, viel ATP verbrauchen, entsteht mehr AMP und das Verhältnis zwischen beiden verändert sich. Und in der Zelle gibt es eben einen ganz speziellen Sensor, der diese Veränderungen zwischen ATP und AMP detektieren kann. Und zwar ist das die Adenosin-Monophosphat, da steckt wieder AMP drin und eben Kinase steht für ein Enzym. Also dieses Enzym wird aufgrund von Energiemangel oder von einer Veränderung dieses Verhältnisses, wird diese letztendlich aktiviert und löst dementsprechend Anpassungen aus. Und die Frage ist jetzt endlich, wie unterscheiden sich unsere beiden Trainingsformen, auch das ist natürlich wieder beeinflussbar, der energetische Stress durch Training, und ich möchte Ihnen gleich auch noch ein, zwei Beispiele geben, wie man vielleicht energetischen Stress durch Ernährung modulieren kann. Was haben wir beim HIIT-Training? Beim HIIT-Training haben wir ganz banal mal hier dargestellt, eigentlich einen hohen Energiebedarf pro Zeiteinheit. Ja, das heißt, ich verbrauche unheimlich viel Energie, ich habe einen sehr hohen Energiebedarf, um die entsprechende Leistung innerhalb dieses Intervalls realisieren zu können. Auf der anderen Seite, das führt wahrscheinlich, wie im Moment Studien zeigen, hauptsächlich unter anderem zum Beispiel zur mitochondrialen Biogenese. Das heißt, ich bekomme mehr Mitochondrien. Was haben wir auf der anderen Seite? High-Volume-Training, niedrigintensiv, da ist der Energieverbrauch natürlich pro Kontraktion oder pro Zeiteinheit relativ gering, aber wir haben einen sehr, sehr hohen Gesamtenergieverbrauch. Und da komme ich nachher auch nochmal drauf, dass das letztendlich wahrscheinlich auch entscheidende Unterschiede zwischen diesen beiden Trainingsformen sind. Dieser hohe Gesamtenergieverbrauch, der führt wahrscheinlich letztendlich dazu, und das ist natürlich gerade für Ausdauersportler, die sehr lange Wettkämpfe absolvieren müssen, zu einer Verbesserung oder Vergrößerung der Kohlenhydrate in die Lipidspeicher, sowohl in der Muskulatur selber als auch in der Leber, weil ich durch ein High-Intensity-Training wahrscheinlich diese Entleerung der Glykogenspeicher und dieses Auffüllen danach so in dieser Form nicht hinbekommen werde. Also Sie sehen schon mal, das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge, die ich mit den beiden Trainingsformen letztendlich auslösen kann. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen spezieller darauf ein. Sie sehen jetzt hier noch mal das High-Intensity-Training. Und die Frage ist ja, wie wirkt das High-Intensity-Training? Warum sehen wir letztendlich beim High-Intensity-Training ähnliche Adaptationen wie bei niedrigintensivem Training?
Und Sie sehen hier nochmal, was ich Ihnen eben kurz schon erklärt habe. Also ich muss, wenn ich hohe intensive Kontraktionen realisieren will, muss ich ATP natürlich reichlich vorhanden haben und muss dieses eben spalten. Und es entsteht dementsprechend dieses AMP. Und hier habe ich eben wieder meinen Sensor, der dieses Verhältnis zwischen diesen beiden ATP und AMP detektiert. Und was dann ausgelöst wird, ist letztendlich eine Signalkette. Das müssen Sie sich nicht im Detail merken. Sie können sich nur mal dieses Molekül hier merken, PGC1-Alpha. Das ist quasi eine ganz zentrale Schaltstelle eigentlich in der Skelettmuskulatur für alle Ausdaueranpassungen, die wir so kennen. Sie sehen die hier unten nochmal aufgeführt, also das heißt Fasertyp-Shift Richtung Typ 1 Muskelfasern, also langsam zuckend, ausdauernd, ermüdungsresistent, dann die mitochondrale Biogenese, damit einhergehend die oxidative Kapazität und den Kohlenhydratstoffwechsel damit einhergehend. Ich möchte Ihnen hier noch ein anderes Beispiel bringen. Ich hatte eben schon kurz erwähnt, dass Sie und Ihnen ein paar Ideen mitgeben, dass Sie grundsätzlich diesen metabolischen Stress auf verschiedene Art und Weisen modulieren können. Also es geht einmal, wie gerade schon gesehen, durch die Intensität. Und hier möchte ich Ihnen noch ein Beispiel bringen, wie man das indirekt durch eine Trainingsreihenfolge machen kann. Und zwar ist das eine ganz interessante Studie, und zwar betitelt Training with Low Muscle Glycogen Enhances Fat Metabolism in Well-Trained Cyclists. Was haben die in der Studie gemacht? Sie haben 3 Wochen trainiert, und zwar haben sie insgesamt 9 High-Volume-Einheiten absolviert. Sie sehen die Angaben dahinter, und 9 HIIT-Einheiten. Und sie haben die Athleten dann in 2 unterschiedliche Gruppen aufgeteilt. Und zwar die High-Gruppe. High heißt in dem Fall, dass jede Gruppe ihre Einheiten, sowohl die HIIT als auch die High-Volume-Einheit, mit vollen Glykogenspeichern absolviert hat. Ja? Das heißt, sie haben am ersten Tag, Sie sehen hier unten die Tage aufgeführt, am ersten Tag haben sie eine High-Volume-Einheit gemacht, am zweiten Tag die HIIT-Einheit, High-Volume-HIIT. Und die andere Gruppe, die Low-Gruppe, das heißt also, die mit entleerten Glykogenspeichern trainiert haben, und zwar, die haben erst die High-Volume-Einheit gemacht, haben damit ihre Glykogenspeicher entleert und haben die HIIT-Einheit mit den entleerten Glykogenspeichern absolviert. Das heißt, die haben immer beides am gleichen Tag trainiert, am zweiten Tag Pause, dann am dritten Tag wieder diese Kombination. Wir können uns mal kurz das Training anschauen. Sie sehen hier die HIIT-Sessions, die 9 Stück aufgeführt, und hier der Power-Output, also die Leistung, bei der diese HIIT-Intervalle gefahren wurden. Und das aufgetragen für die beiden Gruppen in schwarz High und in weiß für die Low-Gruppe. Und Sie sehen, dass die Low-Gruppe, wen verwundert es, wenn sie schon vorher entleert waren, die HIIT-Einheiten mit einer deutlich verringerten Leistung absolviert haben. So, jetzt gucken wir uns aber mal die Resultate dieser Studie an. Und zwar ist es hier einmal die Zeitfahrleistung aufgetragen, auch hier wieder aufgetragen für die High-Gruppe und für die Low-Gruppe, und zwar Pre- und Post-Training. Und wir sehen, dass beide Gruppen sich ähnlich entwickelt haben, obwohl die eine Gruppe die HIIT-Einheiten mit einer absolut niedrigen Intensität absolviert haben. Was sehen wir aber noch? Sehen wir aber Unterschiede in der Anpassung des Metabolismus. Die Energie muss ja irgendwo herkommen. Wenn ich in Glykogen verarmt trainiere und die HIIT-Einheiten absolviere, muss ich ja irgendwie trotzdem die Energie decken. Einzig, was mir da noch übrig bleibt, ist eigentlich der Fettstoffwechsel. Ja, weil da sind die Kapazitäten und die Vorräte dementsprechend groß genug. Und das sehen wir eigentlich genau hier in den Ergebnissen, wenn Sie mal hier auf den rechten rot umrandeten Kasten schauen, sehen wir, dass für die gleiche Leistung bei der High-Gruppe sich im RQ, im respiratorischen Quotienten, keine Veränderung ergeben hat. Bei der Low-Gruppe, aber der RQ deutlich gesunken ist. Das heißt also, für die gleiche Belastung benutzen Sie weniger Kohlenhydrate auf einmal für die Belastung. Das Gleiche sieht man auch, wenn Sie nochmal hier auf die Fette, Total Fat oder genau auf die Total Fat-Konzentration sehen Sie, dass die in der Skelettmuskulatur deutlich gestiegen ist und die Kohlenhydrate dementsprechend gesunken sind. Das sieht man auch hier nochmal, da ist es vielleicht nochmal etwas bildlicher aufgeführt. Wir haben hier nochmal die beiden Gruppen, High High und Low Low, jeweils Pre- und Post-Training. Und wir sehen eben, dass sich in dem Fall sind die muskulären Triglyceride und der Muskelglykogengehalt hier hauptsächlich signifikant rausgehoben, dass die sich in der Low-Gruppe verändert haben, bei der anderen Gruppe sich keine Veränderungen ergeben haben. Und wir sehen eben, dass die Low-Gruppe deutlich mehr Fette auf einmal gespeichert haben. Das heißt also, in längeren Wettkämpfen kann ich mir über längere Zeit Kohlenhydrate aufsparen und die eben
dann gegen Ende der Belastung dann noch für intensivere Belastungen nutzen. Das Gleiche geht natürlich auch, das war jetzt letztendlich keine Modifikation der Ernährung, sondern einfach der Trainingsreihenfolge. Ich kann es natürlich auch so lösen, dass ich einfach in diesem Fall zum Beispiel nüchtern Einheiten mache. Das heißt also, über die Belastungsdauer. Das heißt also, wenn Sie die Belastung dementsprechend lange durchhalten, ohne Energie zuzuführen in Form von kohlenhydratreichen Getränken oder was auch immer, sehen Sie, dass letztendlich der Anteil der Fettverbrennung über die Belastung natürlich deutlich ansteigt und ich damit natürlich den Fettstoffwechsel auch trainiere. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, sind sogenannte Nüchterneinheiten. Das heißt also, entweder ich kann vor einer Einheit frühstücken, dann sehen Sie, dass ich relativ wenig freie Fettsäuren verbrenne. Wenn ich eben nicht gefrühstückt habe, dann muss ich dementsprechend natürlich mehr auf die Fette zurückgreifen. Noch ein letztes Beispiel, das ist jetzt sicher noch die extremste Variante, wie ich modulieren kann, und zwar in Form von Eingreifen in die Ernährung, und zwar über High-Fat-Diäten. Sie sehen hier, das war eine Studie von Michi Vogt, er hat damals eine Low-Fat- und eine High-Fat-Gruppe gehabt. Die einen haben, wie gesagt, es war beides isokalorisch, nicht hyperkalorisch, es war beides isokalorisch, aber die eine Gruppe eben mit einem sehr, sehr hohen Fettanteil in der Ernährung. Und was sie gefunden haben, ist eigentlich das was Ähnliches, was wir in dieser anderen Studie gesehen haben, dass die Gruppe, die sehr viel Fette konsumiert hat, also hier unten die schwarze Linie, die High-Fat-Gruppe, bei der gleichen Belastungsintensität auf einmal einen deutlich niedrigeren RQ haben. Ich wollte Ihnen, wie gesagt, nur damit zeigen, dass Sie auf verschiedene Art und Weisen metabolischen Stress, das war jetzt, wie gesagt, teilweise ein bisschen weg vom HIIT-Training auch, aber dass Sie über verschiedene Möglichkeiten metabolischen Stress modulieren können, verändern können. Also das heißt, sprich über die Trainingsintensität oder das Volumen, das habe ich Ihnen kurz gezeigt. Anderes Beispiel war die Trainingsreihenfolge oder eben ganz letztendlich auch natürlich durch die Ernährung und dementsprechend eine veränderte Substratselektion. Das heißt, die Art des metabolischen Stresses, was Sie dann induzieren, entscheidet natürlich letztendlich mit über die Art der Anpassung, die Sie haben wollen. Dann möchte ich noch, Sie sehen, ich bleibe noch ein bisschen beim metabolischen Stress, und zwar bei dem Beispiel Laktat bzw. dem pH-Wert, das haben wir in sehr vielen eigenen Studien untersucht. In dem Zusammenhang aber so ein bisschen einhergehend kann metabolischer Stress zum Beispiel unter anderem auch die Hormonantwort mit beeinflussen. Was haben wir gemacht in unseren Studien? Sie sehen jetzt hier eine Studie aus dem Jahre 2013. Wir haben also drei verschiedene Trainingsformen miteinander verglichen. Die kommen Ihnen jetzt hoffentlich schon ein bisschen bekannt vor. Das heißt, wir haben hier einmal dieses Sit-Training, 4x30 Sekunden All-Out, 4x4 Minuten bei 90-95% Peak-Power-Output und eben eine High-Volume-Trainingseinheit, 2 Stunden bei 55% Peak-Power-Output. Was haben wir gemacht? Wir haben den Probanden vorher, direkt danach, 30, 60 und 180 Minuten danach Blut abgenommen und haben uns verschiedene Hormone angeguckt. Einmal das Cortisol als Stresshormon und einmal das HGH, das Human Growth Hormon, als doch relativ potentes Wachstumshormon. Hier ist jetzt einfach nochmal aufgetragen, dass Sie nochmal ein Bild bekommen, wie groß die metabolische Belastung war in Form von den klassischen Größen, die man vielleicht so erheben kann. Sie sehen hier die Laktatwerte aufgetragen, das sind die mittleren. Bei einzelnen Peaks waren sie noch deutlich höher, aber bei dem 4x30 Sekunden All-Out hier Laktatwerte um 12,8, bei 4x4 6,4 und beim High-Volume-Training sehen Sie 1,2, also im sehr niedrig intensiven Bereich. Auch beim pH-Wert, das war in dem Fall auch eine zentrale Größe, die wir uns angeschaut haben, sieht man eben, dass gerade bei diesem 4x30 Sekunden All-Out-Protokoll sehr, sehr stark nach unten geht. Wir hatten teilweise pH-Werte im Minimum dann auch fast von 7,0 und 6,9 in dem Bereich, also was im klinischen Bereich schon alle Alarmglocken dann anschlagen würde. Sie sehen auch hier den Gesamtenergieumsatz, das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, Vergleich. Das heißt also, Sie kriegen durch eine HIIT-Einheit schwerlich große Gesamtenergieumsätze hin. Das sieht man auch hier nochmal in Kilojoule 2400 zwischen den beiden Trainingsformen fast ähnlich und dann aber hier fast 6000 Kilojoule in der High-Volume-Einheit.
schauen wir uns mal die Ergebnisse der Hormone an. Und zwar als erstes hier mal dargestellt das HGH, also das Human Growth Hormone. Und in Rot dargestellt die Sprint Interval Intervention, in Blau die 4x4, die HIIT Intervention und dann in Schwarz die High Volume Intervention. Und Sie sehen, dass mit Abstand das Sprint Interval Training die höchsten HGH-Ausschüttungen induziert, gefolgt vom 4x4 und nur ganz geringe Ausschläge von dem High Volume Training. Also, das heißt, das HIIT oder besonders das SIT scheint schon ein sehr potenter Stimulus für die anabole Hormonsekretion zu sein. Was Ähnliches sehen wir dementsprechend auch für das Cortisol als Stressmarker. Dementsprechend sehen wir, dass Cortisol nach dem 4x4 am stärksten ansteigt. Also scheinbar ist da doch der größte Stress angelegt beim 4x4, eigentlich marginal, so gut wie keine Veränderungen. Und dann beim High-Volume-Training sogar während der Einheit leichte Reduktionen und dann bis 3 Stunden danach gehen die Werte dann immer weiter runter. Eine andere Frage war dann, Sie haben ja eben gesehen, dass wir sehr große Unterschiede in den Laktatwerten und gerade im pH-Wert auch gesehen haben. Und was wir wissen eben, dass wir, was uns interessiert hat, können wir durch Veränderung des pH-Wertes letztendlich auch Veränderungen in der Hormonantwort finden. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben beides mal Sprint Interval Training durchgeführt. Die einzelnen schwarzen Balken sind immer die 30 Sekunden All-Out Bursts. Und wir haben einer Gruppe, einmal der Gruppe Bicarbonat gegeben als Puffersubstanz, um den pH-Wert konstanter zu halten, und einmal der Gruppe ein Placebo gegeben. Und Sie sehen hier den Verlauf des pH-Wertes und wir sehen eben, dass in dem Fall, wenn Sie Bicarbonat bekommen haben, der pH-Wert sich auf einem deutlich höheren Niveau einpendelt und bei der Placebo-Intervention eben deutlich stärker absinkt. Also die Leute eine höhere metabolische Azidose haben. Hier, wie gesagt, haben wir uns dann angeschaut, hat das auch einen Einfluss auf unsere Hormonantwort? In dem Fall wieder das Beispiel Cortisol als Stressmarker. In Rot dargestellt die Placebo-Gruppe und in Schwarz dargestellt die Bicarbonat-Gruppe. Das Blaue können wir erstmal vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Und wir sehen eben, dass durch die Bicarbonatgabe die Stressresponse reduziert war. Also scheinbar besteht da irgendeine Verbindung. Wir können also durch eine Bicarbonatgabe den Stress scheinbar irgendwie ein bisschen reduzieren. Die Frage ist, ob das so sinnvoll ist im Training, ob wir den eigentlichen Stress nicht gerade haben wollen, gerade in der Trainingsintervention. Aber da möchte ich gleich vielleicht noch ein bisschen drauf kommen. Wir können natürlich, und das ist vielleicht nicht unbedingt ratsam, weil das mit gewissen gastrointestinalen Problemen einhergehen kann, wenn man Bicarbonat eben einnimmt, aber wir können natürlich unter anderem Laktatwert und auch den pH-Wert über die Art der Erholung verändern. Das heißt also, erhole ich mich zwischen Intervallen aktiv oder erhole ich mich passiv zwischen verschiedenen Intervallen? Und was wir hier sehen, ist genau das Gleiche. Wir haben wieder die 30-Sekunden-Intervalle. Und Sie sehen, einmal die aktiv erholende Gruppe ist die weiße Kurve hier oben und die passiv erholende Gruppe ist die schwarze Kurve hier unten. Auch wieder dargestellt für den pH-Wert. Und das ist eigentlich ein ähnlicher Effekt wie durch die Bicarbonatgabe. Sehen wir eben, dass der pH-Wert sich auf einem deutlich höheren Niveau einpendelt, also mehr dem Normalniveau angleicht, wenn wir uns eben aktiv erholen. Wir haben uns dann gefragt, hat das grundsätzlich, wenn wir aktiv und passive Erholung mal miteinander vergleichen, zwar nicht nur akut, wie wir es jetzt hier gemacht haben auf Hormonebene, sondern hat das auch langfristig eigentlich Auswirkungen? Das heißt, wenn ich jetzt das gleiche Training machen lasse von zwei Gruppen, die eine Gruppe macht aber immer aktive Erholung und die andere Gruppe macht immer passive Erholung, sieht man da eigentlich Unterschiede? Mit dem Hintergrund, Grundidee war, dass wir sagen, wenn wir uns passiv erholen, ist in dem Moment der metabolische Stress größer. Das heißt, der pH-Wert fällt stärker ab. Der Körper muss sich in dem Zusammenhang mit mehr Laktat, niedrigeren pH-Werten und so weiter auseinandersetzen, mit der Hypothese, dass eventuell passive Erholung sogar besser ist als aktive Erholung. Zumindest für die Trainingssituation. Wenn wir in den Wettkampf gehen, würde ich Ihnen immer aktive Erholung empfehlen. Ja, keine Frage. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Gruppe Triathleten
uns hergenommen. Und zwar, Tom Stöckel hat es auch heute Morgen schon erwähnt, mit einem sogenannten Hitschock-Mikrozyklus belastet, also Hit-Einheiten, dementsprechend viele, wie Sie sehen, ein bisschen aufgeteilt. Die größten Mengen an Einheiten wurden im Radfahren absolviert, ein paar im Laufen und ein paar im Schwimmen und das über 14 Tage. Und zwar haben wir, wie gerade schon erwähnt, die Gruppen eingeteilt, und zwar in eine Gruppe, die hat sich immer aktiv zwischen den Intervallen und nach dem Training regeneriert und die andere Gruppe hat sich immer passiv erholt. Was haben wir hinterher getestet? Wir haben einen Rampentest gemacht, wir haben ein Wingate absolviert und ein Zeitfahren auf dem Fahrrad. Und was sehen wir für Ergebnisse? Ich habe jetzt nur mal die Ergebnisse, die signifikant waren, hier dargestellt. Und wir sehen, dass unsere Hypothese ein bisschen aufgegangen ist, dass ich im Rampentest Peak Power und die ventilatorische Schwelle 2 sich nur in der passiv erholenden Gruppe gesteigert hat, genauso wie die Zeitfahrleistung. Bei der aktiv erholenden Gruppe konnten wir leichte Veränderungen im Wingate-Test sehen. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass diese Studie, wie gesagt, das muss man sicher nochmal mit verschiedenen Trainingsformen wiederholen. Wir haben das auch schon mit SIT versucht. Das ist allerdings ein bisschen in die Hose gegangen, weil wir da, muss ich sagen, die Athleten dann doch ein bisschen zu hart rangenommen haben. Aber diese Ergebnisse geben Ihnen erste Hinweise, dass auch nicht nur Intensität und Volumen eine Rolle spielen, sondern vielleicht auch die HIIT-Protokollgestaltung. Also was machen Sie zwischen einzelnen Intervallen, in der Form jetzt einfach mal untersucht, der Vergleich Active-Passive-Recovery zwischen den Intervallen. Was ich eben, und das möchte ich hier nochmal kurz ansprechen, natürlich damit trainiere, und das ist heute Morgen auch schon ganz kurz angeklungen, ist natürlich die Laktatverstoffwechslung. Wir haben heute Morgen gehört, dass Laktat natürlich keineswegs irgendwie ein Endprodukt ist, sondern immer noch der Energiebereitstellung zugeführt werden kann. Und natürlich gerade, wenn ich solche Intervallformen trainiere, trainiere ich natürlich auch die Laktatverstoffwechslung, wenn Sie das so wollen. Unter anderem dann eben, worüber geht es, über das aerobe System halt. Und hier ist das nochmal schematisch aufgeführt, aus einer Abbildung von einer Publikation aus unserer Arbeitsgruppe aus 2009, wo Laktat dann hingeht. Wir haben einmal hier links die aktive Muskulatur, natürlich ausgestattet mit glykolytischen Fasern, aber auch mit oxidativen Fasern. Dann haben wir natürlich die Herzmuskulatur, das Gehirn, die Leber und eben passive Muskulatur oder wenig aktivierte Muskulatur. Und wir sehen, dass unter Belastung dann durchaus Laktat innerhalb der gleichen Muskulatur zwischen verschiedenen Fasertypen hin und her geschafft werden kann. Also das heißt, wenn hier die glykolytischen Fasern viel Laktat produzieren, geht das Laktat unter anderem auch in die oxidativen Fasern und wird da zur Energiebereitstellung genutzt. Anderer Weg ist natürlich über das Blut. Das heißt, es geht aus diesen Fasern raus, über den Blutkreislauf unter anderem eben in die eben genannten Organe. Und es ist heute Morgen schon kurz angeklungen, das Herz deckt unter Belastung zu 60% seiner Energie aus Laktat. Und das ist schon eine ganze Menge. Also irgendwie scheint ja doch irgendwas in diesem Laktat drin zu stecken. Ein wichtiger Punkt ist eben, den man wahrscheinlich mit diesen Trainingsformen, speziell auch mit HIIT trainiert, ist eben, dass sie Laktat besser zwischen Geweben hin und her transportieren können. Früher hat man immer gedacht, dass das Laktat rein passiv durch Diffusion zum Beispiel in den Blutkreislauf aus der Muskulatur rausgeht. Wir wissen aber mittlerweile, dass das einfach nur ein ganz, ganz geringer Anteil ist. Zwischen 4% und 5% macht das nur aus. Und mittlerweile wissen wir, dass spezielle Transportsysteme dafür zuständig sind. Sogenannte MCTs, Monokarboxylartransporte, Sie sehen die hier. Und die machen eben 80% bis 90% des Laktattransports aus. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn es nicht durch Diffusion funktioniert, eben durch Transporter, kann ich die Menge an Transportern anpassen. Wenn es durch Diffusion ist, ich habe eine Größe der Membran, ist es limitiert. Wenn ich spezielle Transporter habe, kann ich diese Transportgeschwindigkeit anpassen. Und was Sie hier noch sehen, dass diese Laktattransporter nicht nur Laktat transportieren, sondern auch H-Plus-Ionen, die letztendlich den pH-Wert sinken lassen. Das heißt, diese Transporter spielen noch eine ganz wichtige Rolle auch in der pH-Regulation, was wir eben schon gesehen haben. Und was wir hier sehen, das ist jetzt nur ein Beispiel, hier wurden auch verschiedene Gruppen verglichen, eine Kontrollgruppe, eine Gruppe, die moderat intensiv trainiert hat und eben eine intensive Gruppe. Und Sie sehen, wie sich
die Anzahl der Laktattransporter verändert hat. Und wir sehen, dass beim Soleus, beim Kontrolle, wie in Vorhunderts, aber bei moderaten Belastungen sich eigentlich keine Veränderungen ergeben. Und erst bei hochintensiven Belastungen die Anzahl an diesen Laktattransportern sich letztendlich vergrößert. Beim Herzen sieht es ein bisschen anders aus. Da scheint es so zu sein, dass auch schon moderate Belastungen diese Anzahl an Laktattransportern erhöhen und keine deutlichen Steigerungen mehr durch intensives Training zustande kommen. Ja? Zeigt uns also, dass wir quasi schon durch intensives Training, gerade für die Skelettmuskulatur, die Verteilung von Laktat als energiereichen Stoff beeinflussen können und anpassen können. Dann möchte ich übergehen von dem metabolischen Stress hin zu den neuronalen Faktoren. Ich hatte ja kurz schon das Beispiel genannt, es macht natürlich einen Unterschied, ob Sie sich 4x30 Sekunden belasten und die Muskulatur eben 4x30 Sekunden mit 1500 Watt aktiviert werden muss oder ob Sie eine 5 Stunden Grundlageneinheit machen. Und was müssen Sie machen, um die Muskulatur zu kontrahieren? Sie müssen Kalzium ausschütten in der Muskulatur. Ja, die Kontraktion funktioniert nur, wenn Sie Kalzium ausschütten und dann letztendlich die Kontraktion funktioniert. Und wie eben die Sensoren, wie diese Adenosin-Monophosphat-Kinase, diese AMPK, haben wir auch einen Sensor in der Zelle, die Veränderungen des Kalziumgehalts in der Zelle detektieren kann. Und zwar ist das, Sie sehen auch hier wieder, steckt wieder Kalzium drin. Und wieder das Wort Kinase, das ist die Calcium-Monophosphat-Kinase. Das heißt, dieses Sensorprotein detektiert Veränderungen im Calciumspiegel der Zelle. Nochmal ganz plakativ dargestellt. Beim HIIT-Training ist die neuronale Aktivierung sehr hoch und in enger Frequenz. Das heißt, ich muss immer wieder ganz schnell Kalzium ausschütten, wieder zurück, Kalzium ausschütten, zurück, damit ich immer wieder diese hochintensiven Kontraktionen auslösen kann. Und bei der High-Volume-Training-Einheit ist das quasi so ein langsamer Prozess, so ein langsames Dahinschwingen. Ja, immer wieder raus, wieder rein, aber nicht eben in dieser Intensität, in dieser Frequenz, wie es natürlich beim High-Intensity-Training stattfindet. Und hier ist es jetzt mal so, da möchte ich jetzt an der Stelle einmal kurz auf das High-Volume-Training eingehen. Was wir beim High-Volume-Training sehen, ist, dass wenn Sie sehr lange, sehr oft die Muskulatur kontrahieren, finden Calcium-Shifts in der Zelle statt. Normalerweise haben Sie das Calcium im sogenannten sarkoplasmatischen Retikulum gespeichert in der Muskulatur. Da muss es raus, wird danach wieder da rein transportiert. Und was bei sehr langen Belastungen passiert, ist, dass die Zelle es nicht mehr schafft, das ganze Kalzium zurück in dieses sarkoplasmatische Retikulum zu schaffen. Das heißt, Sie haben immer eine leichte Kalziumerhöhung. Das I steht für intrazellulär, also in der Muskelzelle selber. Das heißt, Sie haben immer eine ganz leicht erhöhte Kalziumkonzentration. Und damit ist auch die Erregbarkeit der Zelle leicht vermindert. Aber, wie gesagt, wir haben dieses spezielle Sensorprotein, was solche Kalziumveränderungen letztendlich detektiert. Also das heißt, die Zelle merkt, okay, der hat sich ganz oft ganz moderat belastet, aber ich sehe, der kriegt das Kalzium irgendwie nicht mehr zurückgeschafft. Und Sie sehen letztendlich, ich hatte Ihnen eben kurz gesagt, Sie sollen sich dieses Protein hier vielleicht kurz merken, dieses PGC1-Alpha. Und jetzt sehen Sie den Schluss, warum vielleicht bei verschiedenen Studien die gleichen Ergebnisse rauskommen. Hier stand eben die AMPK. Und jetzt steht hier, wie gesagt, dieses andere Protein und beide wirken auf dieses zentrale Protein, auf diese zentrale Schaltstelle PGC1-Alpha. Und das wiederum, das hatten wir eben schon besprochen, bewirkt letztendlich diese Ausdaueranpassungen, die wir wollen, also Typ-1-Faser-Shift, mitochondrale Biogenese, oxidative Kapazität und Verbesserung des Glykogenstoffwechsels. Ja? Hier habe ich das jetzt nochmal zusammengeführt, das ist aus einer Publikation von Lausen. Sie sehen also hier nochmal dargestellt HIIT und SIT, wahrscheinlich hauptsächlich geprägt eben durch diese hochenergetischen Kontraktionen, durch den metabolischen Stress, Aktivierung, wie gesagt, unseres Metabolik-Sensors, wenn Sie so wollen. Und auf der anderen Seite haben wir das High-Volume-Training, hier unseren neuronalen Sensor, wenn Sie so wollen,
und beide wirken aber letztendlich hier in die Mitte auf dieses zentrale Schaltprotein PGCR1-Alpha und löst dann dementsprechend die Adaptationen aus, die wir uns dementsprechend für Ausdaueradaptationen wünschen. Ich habe hier versucht nochmal, und das ist mir schon nochmal wichtig, dass wir nicht drüber reden, ob HIIT oder High Volume, sondern wir haben es heute Morgen auch schon gehört, dass die Top-Athleten polarisiert trainieren, dass natürlich beide Trainingsformen ganz spezifische Stimuli induzieren. Ich hoffe, das konnte ich Ihnen so ein bisschen darstellen. Ich habe versucht, das hier nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Das heißt, der mechanische Load ist beim HIIT-Training natürlich sowohl auf die Herzmuskulatur, auf die Skelettmuskulatur dementsprechend groß. Beim High-Volume-Training ist es eher gering. Hormonantworten beim HIIT-Training auch sehr groß, beim High-Volume-Training auch eher moderat, zumindest akut gemessen. Beim HIIT-Training ist es in Bezug auf die neuronalen Stimuli vielleicht eher diese Calcium-Oszillation, also sehr starke Ausschläge. Beim High-Volume-Training haben wir eben natürlich diese Oszillation sehr häufig wiederkehren und eben diesen Calcium-Shift. Und wenn wir auf die metabolischen Veränderungen schauen, dann haben wir beim HIIT-Training eben diesen hohen Energiebedarf pro Zeiteinheit plus eben diese anderen Stressoren, Laktat- und pH-Wert. Und beim High-Volume-Training, wie gesagt, eher diesen großen Gesamtenergieumsatz, der wahrscheinlich eben dafür sorgt, dass Sie vergrößerte Energiespeicher anlegen, die ich so durch das HIIT-Training wahrscheinlich nicht hinbekomme. Und das möchte ich jetzt nochmal aufnehmen von heute Morgen. Das führt letztendlich dazu, dass wir dieses vielleicht polarisierte Trainingsmodell sich vielleicht langfristig durchsetzt. Aber wie gesagt, da fehlen natürlich schon noch ein paar Studien. Aber ich habe die Folie auch mal vom geschätzten Michi Vogt übernommen, weil mir die sehr eingängig ist. Und zwar ist es wahrscheinlich oft so, dass man sich oft im Training in diesem mittelintensiven Bereich trainiert. Ja? Er hat das mal so, man hat so eine Tendency zu Threshold Training, to intense during High Volume Training und to less intense during HIIT Training. Das heißt, das war mal betitelt durch diesen Satz hier, too hard on the easy days and too easy on the hard days. Ich habe mich irgendwann auch mal selber, ich war natürlich nie Leistungssportler, aber ich habe mich in meinem Training dann irgendwann doch mal so ein bisschen wiedergefunden, dass man dann immer so laufen geht oder irgendwie so trainiert, dass man auch mit einem guten Gewissen nach Hause geht. Es war ja ein bisschen anstrengend, es war aber weder Fisch noch Fleisch, es war so keine wirkliche lange Grundlageneinheit, es war aber auch kein wirkliches HIIT-Training. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, die einzelnen Qualitäten, also die einzelnen Reize, und das habe ich vielleicht geschafft, Ihnen so ein bisschen zu vermitteln, im Training auch wirklich rauszuarbeiten. Also sprich, wenn es High Volume ist, dann ist es auch High Volume, und wenn es halt krachen soll, dann muss es halt auch wirklich mal krachen im Training. Das hat letztendlich hier nochmal zugeführt, die habe ich auch Tom Stöggel geklaut, diese Abbildung, vielen Dank, zu diesem polarisierten Trainingsmodell geführt. Und wenn man es vielleicht so ein bisschen titulieren will, welches Training für welche Adaptation zuständig ist, wie gesagt, das ist auch natürlich fließend, die Übergänge, das sollen Sie jetzt nicht genau als Schema nehmen, aber man kann es vielleicht so ein bisschen zuordnen. High Volumes of Low Intensity Training to Maximize Peripheral Adaptations, also das heißt Veränderungen der Skelettmuskulatur, ich habe es Ihnen gesagt, Energiestoffwechsel, Typ 1 Fasershift und so weiter, das ist sicher eher dem High Volume Training zuzuschreiben. Und auf der anderen Seite haben wir eben dann das HIIT Training, Low Volumes of High Intensity Training to Maximize Cardiac Function. Hier nochmal zum Abschluss vielleicht eine Folie, wie man HIIT-Training integrieren kann, wie Sie das auf verschiedene Art und Weisen einbauen können, wie Sie es modulieren können. Wir haben hier oben natürlich die beiden verschiedenen Formen, HIIT und SIT, einmal allein durch die Intensität gegeben. Dann habe ich Ihnen eine Studie gezeigt aus dem Bereich Active-Passive Recovery. Allein durch die Reihenfolge kann ich zum Beispiel die Substrate beeinflussen, die ich im Training für die Belastung dann brauche. Dann durch die Trainingsreihenfolge. Dann gibt es eben die Möglichkeit, dass Sie einzelne HIIT-Einheiten immer wieder einbauen zwischen High-Volume-Einheiten oder Sie machen eben, wie gesagt, diese sogenannten HIIT-Shock-Mikrozyklen hier. Das heißt also geballt über eine Woche, 14 Tage nur HIIT und dann in der Folge wieder andere Trainingsinhalte. Das geht so ein bisschen hier einher mit diesem rechten Block. Das heißt also, entweder mache ich es mixed, das heißt also, ich trainiere HIIT und High Volume gemischt, das kann aber natürlich auch, betrifft dann natürlich auch die Mischung von Ausdauer- und Krafttraining, oder ich mache eben eine Schwerpunktsetzung, das heißt, ich mache eher eine Blockperiodisierung. Gut, und damit wäre ich dann
am Ende. Vielen Dank.